geht's. Wie geht's? Super. So, jetzt, nachdem wir aber hier den ersten Berg mal hoch sind, bleibt mir mal kurz endlich Zeit, Hallo zu sagen. Schön, dass ihr da seid. Wir machen eine schöne Ausfahrt mit dem Hund. Alles klar, Basti? Hier durch die Weinberge. Ich zeige euch mal den schönen Ausblick hier, während ich strampel. Für eine gechillte Gassi-Runde fahren wir ein paar Kilometer. Wobei ich auch sagen muss, besonders weit ist es eigentlich nicht. Schade eigentlich, ne? Weil das Fahrradfahren macht ja auch Spaß. Aber ja, es ist heute noch richtig warm und deswegen gönnen wir dem Hund eine Gassi-Runde im Wald. Und es wäre ja Schwachsinn, da mit dem Auto hinzufahren, deswegen machen wir das natürlich mit dem E-Bike. Und ich kann es natürlich auch damit verbinden, endlich mal wieder ein Video zu machen und euch ein bisschen darüber zu erzählen, wie es ist, mit so einem Anhänger zu fahren. Weil, ja, ich glaube, das ist schon auch ein interessantes Thema ist für viele. Ich meine, die Saison ist jetzt natürlich irgendwie vorbei, so im Herbst, aber hey, ein zeitloses Thema. E-Bike und Hundeanhänger und Sonnenuntergang und Ausflug und Berge und Autos, alles was es so gibt. Also, ich bin schon kräftig am Strampeln, jetzt wird es auch gleich nochmal steiler. Im Moment sind wir so seit 3 Minuten unterwegs, haben den ersten Kilometer hinter uns. 20 km/h, 200 Watt gehen in meine Beine. Und jetzt schalte ich mal ein bisschen runter, damit der Motor hier auch noch was macht. Ich zeige euch gleich auch noch, wie viel Höhenmeter wir haben, etc. Ja, ist alles gut, Basti. Alles gut. Vielleicht müsste ich mal die Folie vor seinem Gesicht wegmachen, dass er besser raussieht. Ja, tatsächlich ist der Hund manchmal ein bisschen gestresst. Hinten drin. Manchmal ist er total relaxed. Ich konnte es noch nicht wirklich rausfinden, an was es liegt. Ich meine, ja, es ist warm heute, aber es ist nicht übertrieben heiß. Mir ist bestimmt wärmer als dem Hund. Aber ich glaube, es ist mehr eine Aufregung, dass er gerade ein bisschen Geräusche macht. Es wird vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Er ist nämlich gerne hier. Und er wird wahrscheinlich jetzt gern raus. Aber es dauert noch ein bisschen, bis wir da sind. Deswegen kann er jetzt einfach mal noch nicht raus. Aber später. Da freut er sich dann umso mehr, wenn er in einer anderen Umgebung Gassi geht und nicht immer in seiner gewohnten Hut unterwegs ist. So, jetzt gehen wir hier um die Ecke. Wirklich, wirklich schöne Fahrradstrecke. Gerade jetzt hier zum Sonnenuntergang. Ich stress mich jetzt auch nicht. Ja. Ich fahre jetzt hier mit 13 km/h, 90 Watt. Das ist meine Leistung, die Beine. Könnte auch Gas geben, aber muss nicht sein. So, paar Infos noch. Wir haben die ersten 100 Höhenmeter schon hinter uns. Im Moment eine Steigung von 6%. Das ist jetzt nicht krass, aber ordentlich. Jetzt wird es noch ein bisschen steiler. 12%, 13%. Basti, alles okay? Nein, nein, nein. Ja, erfahrungsgemäß ist es so, nicht, dass ich jetzt denke, ich wäre jetzt hier total herzlos, aber je mehr man dem Hund jetzt Aufmerksamkeit gibt, desto mehr weint er. Zieht euch mal den Ausblick rein. Absolut gigantisch, oder? Absolut gigantisch. Wir sollten eigentlich mal kurz anhalten für ein Thumbnail, oder? Würde er nicht geil finden, wenn ich anhalte und er nicht raus darf? Das machen wir jetzt aber kurz. Wobba! Kurz anhalten, weil das ist der größte Fehler. Der Hund denkt, wir sind da, sind wir aber nicht. Machen wir hier schnell mal ein Bild. Lass die bleiben. Schnell mal ein geiles Bild für YouTube. Ihr sollt ja auch alle anklicken, ja?
Was bringt's, wenn man hier das Video macht und keiner klickt's an? So, das war's. Dass die bleiben. Wir sind noch nicht da. Guck mal. So. Ich brauche mal gerade die zweite Hand noch frei, dass wir hier mal ein bisschen mehr Ausblick haben. Stimmt's, Hund? Du willst rausgucken, dass die bleiben. Bleiben. So, wir müssen nämlich noch ein bisschen weiterfahren. Nein, nein, nein. Jetzt habe ich mir hier den Kettenschutz gerade mal hier abgerissen. Super Sache. Mache ich mich auch noch schwarz. Der hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Muss man ganz klar sagen. Ein Spaß. Kennt ihr das? Da kommt dann so dieser, ach, ich wollte doch noch, Augenblick. Ich wollte doch noch den Kettenschutz mit Kabelbindern befestigen. Naja, gut. Machen wir noch. Das wird der Hund jetzt auf jeden Fall richtig scheiße finden, wenn wir weiterfahren. Der kleine Hund, der Basti. So. Geht's hier einmal rechts um die Ecke. Freie Fahrt. Ja, wer sich auskennt hier in Stuttgart, der weiß natürlich, wo wir sind. Da hinten geht's zum Rotenberg Grabkapelle hier in weiter Ferne. Gar nicht so weit. Vielleicht eine Minute Fahrt. Und ihr hört es schon, wie ich es gesagt habe, ne? Wenn wir jetzt hier anhalten und dann weiterfahren, das findet er gar nicht gut, weil er will raus. Der ist aufgeregt. Ja, manchmal legt er sich sofort hin beim Fahrradfahren, manchmal ist er ein bisschen aufgeregt. Heute ist er sehr aufgeregt, würde ich sagen. Ja, man darf sich halt davon auch nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen. Ja, das ist natürlich auch immer schwierig, weil der Hund heult, dann hat man Mitleid, hält man an, dann will er raus, dann kommst halt gar nicht voran. Und jetzt mal ganz im Ernst, ja, wir sind jetzt unterwegs seit 7 Minuten und da muss er halt mal auch ein bisschen Zeit bekommen, sich zu entspannen. Das ist eine Übung für uns beide, ne? Also dass ich ruhig bleibe und er auch. Basti, ist alles gut. Nicht, dass jetzt hier einer kommentiert, das wäre Tierquälerei oder sowas. Definitiv nicht. Der Hund ist aufgeregt, der freut sich. Auf seinen Ausflug. So wie ich. Aber er will halt raus. Also eins ist klar, man merkt es definitiv, das was dran hängt. Der Basti wiegt 16 Kilo. Ich kann euch leider nicht sagen, wie viel der Anhänger wiegt. Aber ja, der Anhänger wiegt schon auch was, aber ich sag mal, Großteil vom Gewicht ist der Hund. Und man merkt definitiv, dass man mehr Gewicht hat, aber nicht im Fahrverhalten, gar nicht. Also fährt sich mega stabil, auch Kurven etc. Bremsen merke ich auch gar kein Problem. Aber man merkt es, dass man mehr Kraft braucht. Das also definitiv. Und ganz klar, man merkt auch, dass der Akku einfach nicht so lange hält. Also auf einer Strecke von 8 Kilometern, auf der ich normalerweise 8% brauche, brauche ich mit dem Hund 15%. Kann man jetzt vielleicht nicht verallgemeinern. Basti, Schluss jetzt! Aber ja, doppelte Verbrauch auf der Strecke, die ich täglich fahre.
Ist auch gemischt, ja, da geht ein bisschen bergauf, ein bisschen eben, ein bisschen bergrunter. Ist schon einiges. Also bergauf brauchst du bestimmt mehr als das Doppelte. Klar, ich meine, ich fahre alles im Turbo-Modus. Kann man auch drüber streiten, soll aber gar nicht das Thema sein. Aber du wirst sicherlich ein, zwei Stufen höhere Unterstützung wählen als sonst. Wenn du sonst Eco fährst, wirst du sicherlich auf EMTB gehen. Vielleicht sogar auf Turbo. So, jetzt geht es hier wieder leicht bergab. 10 Minuten unterwegs, 3,3 Kilometer. Und ich glaube, meine Schätzung ist gar nicht so schlecht. Mit den 4 Kilometern. So, jetzt geht es nochmal hoch. Endspurt. Da oben dann nochmal um die Ecke, dann sind wir im Wald. Ja, ihr dürft gerne mal eure Fragen hier auch in die Kommentare reinhauen. Ich denke, in vielerlei Hinsicht ist ja so ein Hundeanhänger das gleiche wie ein Anhänger für Kinder. Hängst du dir hinten an die Achse dran. Kann ich euch auch gleich noch mal zeigen, wenn wir da sind. Hast mehr Gewicht hinten drin. Ja. Macht vielleicht auch Sinn, hinten noch so ein Fähnchen dran zu machen. Das habe ich jetzt heute vergessen, aber wir sind ja eh quasi nicht auf Straßen unterwegs. Ich merke aber ganz krass, wirklich verrückt, wie man anders überholt wird. Das ist der absolute Knaller. Normalerweise ist so ein Überholvorgang, wie soll man sagen, nicht immer, aber grundsätzlich eher so ein bisschen eng, wenn dich ein Auto überholt, eher ein bisschen rücksichtslos. Und wenn du so einen Anhänger hast, dann sieht es ganz anders aus, weil von weitem sieht der Autofahrer ja auch nicht, wer da hinten mitfährt. Und ich glaube, das macht viel aus. Dass die da einfach sich zweimal überlegen, reicht es jetzt noch? Wie viel Abstand brauche ich? Warte ich noch ein bisschen? Fand ich echt krass. Also merkt man. So, Hund, alles okay? Ja, er hechelt, natürlich. Aber wie gesagt, wir haben Sommer. Wir haben um die 27 Grad. Wir sind in der Sonne. Und er hat ja so ein Netz, da kommt schon Luft durch, aber klar ist es nicht so luftdurchlässig, wie wenn da kein Netz wäre. Das ist also schon natürlich nochmal ein bisschen was anderes. So, exakt 4 Kilometer. Habe ich doch gut geschätzt. Wir sind nämlich gleich da. Ja, heute zum Glück ohne Platten. Gestern hatte ich einen Platten, das war auch nicht so witzig. Natürlich kein Flickzeug dabei. War dann mir auch gleich wieder eine Lehre, Flickzeug einzupacken. So, müssen wir hier durch. Also ist schon so ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit dem, mit dem Abschätzen hinten, wie viel Platz man braucht für den Hänger. Aber das hat man relativ schnell raus. Meistens ist mehr als genug Platz da. So, das ist unser Parkplatz. So, bevor wir jetzt hier den Hund rauslassen und den Anhänger noch ein bisschen aus dem Weg schieben, zeige ich euch noch kurz die Anhängung, die Kupplung hier. Im Endeffekt wird nur so eine kleine Platte hier in die Steckachse reingeschraubt. Ich musste eine andere Steckachse dafür nehmen, weil meine dafür nicht kompatibel war. Und dann ist es im Prinzip nur dieser eine Sicherungsstift, den man da rein und raus zieht. Ja? Ja, du darfst raus. Du darfst raus. Ja, ich hoffe, diese kleine Ausfahrt hat euch gefallen. Mal so ein bisschen Einblick in das Fahren mit Anhänger. Bleiben. Nächstes Mal fahre ich wieder ohne Hund. Schön, dass ihr dabei wart. Wir genießen jetzt hier eine kleine, aber feine Runde. Ja, mit bisschen Wald. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen in die Sonne und dann geht's nach Hause. So, auf dem Nachhauseweg gibt es jetzt noch ein kleines Intro für euch. Outro, Entschuldigung, wir sind ja fertig. Outro für den Nachhauseweg, dass ihr hier noch mal seht, wie schön es hier eigentlich ist. Okay. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssle.
Tschüssle. Also meine Tasche ist leer. Warum habe ich eigentlich eine Tasche dabei? Ach so. Für die Kamera. Geh mal los. So, damit ihr mal seht, warum wir in den Wald fahren. Hier kann der Hund nämlich richtig schön abwieseln. Okay, lauf! Hopp, 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 hopp! Hopp, 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 hopp! Was, die Stopp? Ja, er wird sogar. Na dann. Hopp, 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 hopp! Hopp, 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 hopp! Gut gemacht. Der steht nämlich auch auf Wettrennen. Bleibe. Nur leider gewinnt er immer. Okay, komm. Gleich hat er mich. Gleich hat er mich. Gut gemacht. Das ist kaputt. Ja. In time. Dreh. Gut. Und komm. Ja, also. Deswegen lohnt es sich, in den Wald zu fahren, weil solche Späße kannst du nicht so gut in der Stadt machen. Den Hund mal frei rennen lassen. Und er freut sich ein Loch im Bauch, dass wir jetzt hier im Wald sind. In dem Sinne, jetzt wirklich tschüss, weil es gibt hier viel zu erkunden. Und später sind wir beide hundemüde.
Thank you.